Herzlich willkommen zu Warner Brothers Roadrunner Death Valley Rally. Ach ja, eine sehr, sehr schöne Trickserie, als ich noch klein war. Was heißt, als ich noch klein war? Die Serie gibt es schon ewig, ewig lange, aber ich habe es als kleines Kind sehr, sehr gerne gesehen. Und ja, es gibt ein automatisches Intro, das will ich nicht sehen. Ja, ich drücke einfach mal Start. Erklären kann ich gleich, weil das Spiel ist rasend schnell, auch in seiner Anfangssequenz leider. Zippity Splat. Wir werden eine kleine Erklärung der Charaktere. Wir sind der Roadrunner. Der Roadrunner. Speedometrus Maximus. Eine sehr, sehr eigenartige Erklärung auf Latein. Und der Coyote, Hungarius und Controlobius. Miep, miep. Miep, miep. Beziehungsweise Beep, Beep wird es ja geschrieben. Und wir müssen hier gleich mal hochgehen. Sonst frisst uns nämlich der Coyote auf. Haha. So, wir sind Roadrunner. Und das sind 500 Punkte. Tudu. So. Ja. Wer den Trickfilm oder die Trickfilmserie nicht kennt, ich sage bewusst Trickfilm, nicht Anime, weil es einfach halt so ist. Wer den Trickfilm nicht kennt, Coyote hat Hunger. Hat sehr viel Hunger. Auf den Roadrunner, beziehungsweise einfach nur auf Fleisch allgemein. Und da der Roadrunner nun mal in seiner Umgebung lebt, ja, Roadrunner einfach nur ein großer Vogel, der auf der Straße läuft. Deswegen ja logischerweise Roadrunner. Tja, das ist wohl seine einzige Nahrungsquelle hier. Und wie man sieht, er wirft mit Gabeln, glaube ich. Er hat Hunger und will uns fressen. Tja, und wir müssen das vereiteln. Beziehungsweise in der Trickfilmserie geht es halt darum, mit welchen verschiedenen Eigenarten der Coyote versucht, den Roadrunner zu fangen, was nie klappt. Und ja, wir versuchen das Ganze jetzt im Spiel umzusetzen. Wir versuchen, dass uns der Coyote nicht kriegt. Tja, bevor es losgeht noch, lasse ich den da unten noch ein bisschen doof rumlaufen mit seinem dämlichen Gesicht. Interface-Erklärung, oben links, Leben. Darunter, die roten Punkte, meine Lebensanzeige. Ich habe 6 Lebenspunkte. Das Gelbe, der gelbe Balken, erkläre ich euch gleich. Hier unten links, Zeitanzeige, die ist aber scheißegal, die dient nur für die Extra-Punkte, die wir kriegen. Und unten rechts sind halt die ganz normalen Punkte. Der, ja, frühere, ich sag's mal, Schwanzvergleich. Wobei hier die Punkte nützlich noch sind, weil man halt für die Punkte Leben bekommt. So, ja, hier ein Speedlimit von 55, das interessiert uns den feuchten Dreck gleich. Beziehungsweise einen trockenen Staub in dem unserem Fall. So, ich mache überhaupt nichts. Ich werde jetzt einmal rennen, damit ich den Skorpion da umhaue. Bumm, so. Das ist die ganz normale Renngeschwindigkeit. Ich drücke nur nach rechts. Mach's gut. Ja, da guckst du blöd, ne? Hehe. So, jetzt kann ich auch nochmal locker und leicht erklären. Bevor ich jetzt... Ihr seht's, viele werden wahrscheinlich das Schema von Sonic kennen. So, einfach so. Wow, Speed. Wie gesagt, ich drücke nichts jetzt. Ich drücke nur nach links. Beziehungsweise halt jetzt an. Zieh einen ordentlichen Bremsspur hinter uns her. Und drehen um nach rechts. Wung, haha. Uhu. Wie gesagt, das ist unsere normale Laufgeschwindigkeit. So, jetzt den gelben Balken, der ordentlich abgenommen hat mittlerweile schon. Ja, wie gesagt, ich renne und wenn ich jetzt, ich glaube, X drücke, werde ich wesentlich schneller, was man nicht unbedingt sieht. Weil wenn nichts hinter uns herläuft, dann passiert auch nicht viel. Aber, apropos gelber Balken, hier haben wir Vogelfutter. Wir haben noch mehrere Knöpfe. Den A- oder B-Knopf, ich verwechsel die beiden immer. Duck, 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 hacken. Das ist zuerst ein Angriff. Das Rennen ist auch ein Angriff, aber ja, das verbraucht halt die Energie. Wenn wir keine Energie mehr haben, können wir nicht mehr rennen. So, und dann dient unser zweiter Knopf halt das Hacken als Angriff. Und aber nicht nur als Angriff, sondern auch zum Picken. Nom, 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 lecker Vogelfutter. Und dadurch führt sich unser gelber Balken und wir können wieder rennen. Und das ist eine Flagge. Die gibt Punkte. Tötötöt, 500. Und dient vor allem als Checkpoint. Sehr nützlich. Wenn wir sterben, kommen wir in der gelben Flagge wieder raus. So, hier haben wir auch noch einen kleinen Felsen. Hier ist ein Kaktus, der tut weh. Der ist nicht nur Deko und auch kein Hintergrund.
Animationsgrafik, wie die Steine hinten, sondern der tut wirklich weh, der Kaktus. Hier ist ein Wecker drin, der hält die Zeit an. Interessiert uns wenig, da der Kojote momentan nicht da ist. Beziehungsweise wir ihn in den Abgrund geschickt haben. Aber der hält den Skorpion an, die ich schon zum zwei Stück davon umgerannt habe. Jetzt nehmen wir den mal im Groß. Den greife ich ganz einfach an. Ja. Bup. Einmal hacken, tot. Hier ist wieder ein neues Vogelfutter. Nehmen wir wieder mit. Können die genug laufen haben. Und eine grüne Flagge, die bringt 1000 Punkte. Dient natürlich auch, genau wie die gelbe, als Checkpoint. Wie gesagt, wir sterben, kommen dann wieder raus. So. Hier kommt ein Lift. Haha, das weiß ich noch. Wie gesagt, ich kenne das Spiel. Ich kenne die ersten Level noch relativ gut. Danach wird es mal schlimmer. Ein Skorpion. Und den, ja, so sieht es aus, wenn man Schaden nimmt. Man piept einmal kurz auf. Und das war's. Eine rote Flagge, die hat 5000 Punkte gebracht. Jetzt versuche ich auf den Lift hier zu kommen. Man ist einfach ziemlich unkontrolliert schnell in dem Spiel. Teilweise. Da wird es schwer, solche kleinen Sprungpassagen wie zum Beispiel Mario zu meistern, wie so auf dem kleinen Lift hier, wie das da eben. Tja, was das auf dem Schild sein soll? Keine Ahnung. Sieht aus wie meine Frisur fast, aber ich kann es nicht ganz erkennen. Ach, der Roadrunner, hier. So. Aha, genau in dieser Form, nur im Schatten. Vogelfutter, ja, hier sind sie voll. War jetzt nicht nötig unbedingt. Na, Lift, wo bleibst du? Ich will rüber. Fallschaden gibt es keinen. Ah, au, und da sind wir in den Kaktus gefallen. Wie gesagt, kein Fallschaden. Das war jetzt der Kaktus, der uns wehgetan hat. So, ich wollte noch, hier oben gibt es noch Geheimnisse. Wing, ouch. Dummer Kaktus. Hier ist noch eine gelbe Fahne. Ja, die Zeit ist mittlerweile auf Null angekommen, aber es interessiert uns nichts weiter. So, hier... Achso, es gibt noch zwei Knöpfe. Miep, miep. Beziehungsweise beep, beep, wie gesagt. Und ja, das sind klassische Verhöhnungsgesten aus dem Trickfilm. Bringen eigentlich überhaupt nichts. Und deshalb, wie gesagt, das Miep, Miep wird Beep, Beep geschrieben. Wird aber meistens mal Miep, Miep ausgesprochen. Ah, so, hier drüben. Wow! Gibt's noch Geheimnisse, noch eine gelbe Fahne. Ich glaube, der Roadrunner-Kopf auf dem Schild heißt immer, hier gibt's was. Wuhu, und wumm, da waren noch ein paar Punkte, die wir noch mitgenommen haben. Die haben mich jetzt eigentlich nicht interessiert, sondern noch das, was hinter den Punkten ist. Das hole ich jetzt auch noch. Da-dung. Ja, ja. Noch ist das Spiel schön leicht, aber ihr seht's, ich suche mir ja immer tolle Sachen aus, die ewig schwer werden. Mal sehen, was es hier wird. Wow, seht ihr, das meine ich mit unkontrollierbar schnell. Wenn man nicht aufpasst, ja, fällt man mal leicht runter oder daneben. Und nicht überall ist es so sicher wie hier. Da landet man nicht überall auf sicherem Boden, sondern auch mal in unendlichen Abgründen. Und dann heißt es Adios und ein Leben weniger. Und das möchte ich noch momentan so gut es geht vermeiden. Wir ziehen ordentlich Staub hier. So. Ich will auch nicht in den Kaktus landen. Ah, fuck. Aber gab es doch nicht hier? Ah doch, da oben gab es ein Leben mal, glaube ich. Wenn man oben links auf der Plattform mal landet. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt doch lieber aus, weil das kann ich euch nicht antun hier. Ich bin schon bei 8 Minuten. Das kann ich euch nicht antun hier, weil die ganze Zeit versuchen, da oben das Leben zu holen. Passiert noch nicht was, wenn man stehen bleibt. Nö, man guckt nur doof. Ja, man kann doch nach unten drücken. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Keine Ahnung. So, einmal versuche ich es jetzt noch. Ja, ich lande noch mal im Kaktus. Wuhu, so. Kleines bisschen weiter muss ich noch. Ha, geschafft. Seht ihr, da kommt, manchmal wenn man wartet, kommt immer solche schönen Kisten runter. Und das ist ein Leben. Ein extra Leben, das tut mir gut. Das kann ich sehr gut gebrauchen. So, ich will jetzt wieder zurück. Ich versuche wieder nach hinten zurückzukommen. Denn meines Wissens nach gibt es auf der rechten Seite auch noch mehr als nur eine Plattform. Ah, das meine ich mit unkontrollierbar schnell. So, so ging es hier noch weiter, ja. Ich glaube, hier... Nee, hier war nichts mehr. Schade. Na gut. Ja, hier oben ist irgendwie... Hier kommt gleich irgendwo der Abgrund. Da muss ich aufpassen. Aber die Schilder warnen mich ja schon. Achtung, Achtung, Achtung.
ja, Caution, also Vorsicht. Wir wollen da auch nicht runter, dann sterben wir. So, hier geht's nämlich weiter auch im Spiel. Das sieht zwar nicht so aus, aber da kommt der Lift. Und nächstes Geheimnis. Mehr Punkte. Ja, wir gehen hier unten unter der Karte drunter. Au. Noch mehr Punkte. Und noch mehr Punkte. Und noch viel, 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 viel mehr Punkte. Und weiteres Geheimnis. Aufpassen. Duck, duck. Neues Leben. 4 Leben schon. Das ist schon. Ich hab gut reden. Wir sind auch Sprungfehler gleichzeitig. Und da hat eben ein Herzballern gehabt. Ihr seht gleich, was das ist. So, hier oben geht's weiter. Doch, wir kommen hoch. Und jetzt. Jetzt zeige ich euch Sonic Feeling. Ja, wir fliegen noch ein bisschen nach. Aber hier ist Leveldecke. Hi, Skorpion. So. Meines Wissens nach geht's hier nach links noch. Das meine ich mit unkontrollierbar. Man schafft es kaum, auf dem Lift stehen zu bleiben. So, hier kommt noch was runter. Das interessiert mich jetzt aber nicht weiter. Da ist die lilane Flagge. Die gibt 20.000 Punkte. So, irgendwo ist hier noch was gelandet eben. Ach, das ist doch. Ich muss ja eh nach unten. Ein Herz. Volles Leben. Das war auch das, was eben so gebunkert hat. Wie ein Herz. Das soll es einfach darstellen. Oh, hier ist ein Herz in der Nähe. So, genug erklärt und genug Geheimnisse. In den weiteren Leveln kenne ich sowieso kaum noch Geheimnisse. Wuhu, Speed, Tempo. Und wir müssen hier runter, der Pfeil sagt uns schon. Was soll das darstellen? Hier ist das Herz. Uah, der Coyote ist wieder da und er hat sich etwas Neues einfallen lassen, uns zu massakrieren und versucht, uns zu kriegen. Er jagt hier mit einer Dampfwalze rum. Tja, lassen wir ihm seinen Spaß. Er ist ordentlich schnell. Mist, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Der ist gefährlich, ist, der rast hier halt noch so durch die Gegend. Und da wird's schwer, hier was einzusammeln. Aber das kriegen wir hin. Fahne nehmen wir mit, Punkte sind, wie gesagt, Leben. Ganz hier durchrennen ist auch nicht so das Pralle. Ja, er springt über den Felsen, da sollte man aufpassen. Ah, fuck. Ja, er tötet mich natürlich nicht sofort. Ah, scheiß auf die. Uah, scheiß auf die Punkte. Aber mir fällt noch gerade was ein. Na komm, fahren wir vorbei. Ich warte, bis der Computer kommt. So. Irgendwo hier kann man noch landen. Ja, da wollte ich ja nicht drauf. Hier ist das Ziel. Das ist das Ziel. Ja, jetzt komme ich nicht mehr raus. Na gut, muss ich da stehen lassen da oben. Das ist das Ziel. Das heißt, Level zu Ende. Miep, 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 miep. Das passiert automatisch. Wie es sich für den Trickfilm gehört, Coyote kriegt auf die Fresse am Ende. Da sehen wir die Flaggen, die wir gekriegt haben in dem Level. Leider habe ich jetzt eine da oben stehen gelassen. Schade, schade, schade. Also die hochgegangen sind, haben wir gekriegt. So, Level 2. Sieht noch genau gleich aus fast. Nur Coyote kommt auf andere Ideen. Wow. Wenn wir irgendwo nicht hochkommen, wie da eben zum Beispiel, dafür ist zum Beispiel, au, der Speed-Bonus da, ich kann es ja nochmal demonstrieren. Wir starten hier, hier links heißt übrigens, hier ist nur Abgrund, da stirbst du. Ja, wir kommen nicht ganz hoch. Ihr seht's, nur aus dem Stand zu laufen, funktioniert nicht. Aber, wir geben den Turbo und wir kommen den Berg ganz locker hoch, mit ordentlichem Schub noch. Autsch, scheiß explodierende Flugzeuge. Ja, Flaggen nehme ich für den Anfang. Au! Für den Anfang nehme ich die Flaggen noch mit. Ich glaube hier links. Ja, da ist die lilane Fahne. Lilane Fahnen gibt es meines Wissens immer nur eine pro Level. Ich könnte mal probieren. Wie gesagt, man muss ja relativ viel ausprobieren, wenn man wirklich alles haben will pro Level. Schaffe ich das? Nein, ich schaffe es nicht. So hoch komme ich nicht. Schade. Au! Ja, die scheiß Flugzeuge fliegen hier natürlich überall rum. Oh, da ist was. Da war was. Ein Schild. Wofür war das Schild? Ich glaube, das bringt... Ah, ich bin unbesiegbar jetzt, genau. Ich bin jetzt für eine kurze Zeit unverwundbar.
Ja, wie gesagt, ihr seht, ich bin unverwundbar einfach. Könnte ich es von hier aus schaffen? Zur lilanen Fahne. Nee, hier schaffe ich es auch nicht hoch. Ich glaube, da gab es einen anderen Weg. Ja, ich halte mich jetzt nicht damit großartig auf. Da ist die rote Fahne übrigens. Die kriegen wir vielleicht so. Nee. Ah, nee. Also, was heißt die rote Fahne? Eine rote Fahne. Es gibt mehrere rote Fahnen pro Level, mehrere gelbe, also ganz viele gelbe, ein paar grüne. Die grüne nehmen wir jetzt so mit. Ich glaube, man kann von... Autsch! Scheiße, ich verreck gleich. Hier ist viel tot.